ein neues Jahr, ein neuer Quartalsteaser. Endlich wissen wir, auf welche Inhalte wir uns in den nächsten paar Monaten für Die Sims 4 freuen können. Die Entwickler haben einen neuen Teaser veröffentlicht, der zeigt, welche Inhalte wir von Januar bis April 2024 für Die Sims 4 erhalten werden. Schauen wir mal genauer in das kleine Video hinein. Die ersten paar Sekunden zeigen zwei neue Sets, bei denen es sich um das bereits bekannte Gothic-Style und Burgen- und Schlösser-Set handelt. Weiter geht es mit einem wunderschönen Sims Delivery Express, der mit einem Kleid und Kopf bebildert ist. Vermutlich handelt es sich hier um neue Klamotten für den Ersteller eines Sim. Dann als nächstes ein neues funkelndes Accessoire-Pack. Da neben der Schrift Diamanten und Ohrringe abgebildet sind, könnte das Pack wohl möglicherweise etwas mit Schmuck und Juwelen zu tun haben. Vielleicht dreht sich das Gameplay ja rund um das Herstellen von eigenen Schmuckstücken und Accessoires. Zumindest thematisch würde das gut passen. Und weiter geht's mit unbekannten Inhalten. Ein feierliches neues Set reiht sich mit in die Reihe der mittlerweile 25 kleinen 5-Euro-Inhalten ein. Hier liegen Disco-Kugel und Ballons bereit. Könnte es sich hier also vielleicht um ein Pack rund um Geburtstagspartys handeln? Irgendwie sieht dieses Objekt aus wie etwas für Säuglinge. Vielleicht handelt es sich also nicht um ein Pack für Erwachsene, sondern beinhaltet Möbel oder Klamotten für die jüngst hinzugefügte Säuglingsaltersstufe? Als letztes ist die Rede von einem gemeinsam entworfenen Set, bei dem das Thema für mich am unklarsten erscheint. Wurde hier vielleicht wieder mit einem Sims-Creator zusammengearbeitet oder bezieht sich die Zusammenarbeit auf die Community? Beim Schuh scheint es sich um ein Car-Set zu handeln. Die tatsächliche Bestätigung erhalten wir aber vermutlich spätestens im April. Das Quartal steht unter dem Motto "Sei sensationell". Die Entwickler scheinen diesmal eher den Fokus auf neue Inhalte für den Sims-Charakter-Editor zu legen. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Catchen euch die Themen oder seid ihr noch skeptisch? Also dann, bis zum nächsten Video.